So, wir haben hier One Piece gegen einen anderthalbstündigen Collabo-Track. Ich meine, 7,5 Minuten im Achtelfinale. Geil. One Piece hat hier mit Beinvorwürfen zu kämpfen, die wahrscheinlich auch nicht ganz unbegründet sind. Ich meine, selbst diese Runde erinnert stark an die Rückrunde vom Joker gegen Sibaniak aus dem JBT. Also hier diese Fackeln und der Aufbau der Hook. Wenn du hier abhebst, One Piece, ja, du bist der Tod, doch sei sicher, du bekommst hier den Thron. Supernatural, der Tod schippt hier, ja, ist ein Quadrat schon, als hätte seine Schwester gerappt. Ja, du bist gehypt, doch sei dir sicher, dass dein Hype nicht lang bleibt. Finale ohne eine treffende Punchline, du bist der Teufel, was soll an der Hölle denn schlimm sein? Aber ich finde, Dev hat ihn schon genug dafür bestraft und deswegen werde ich da jetzt keine Punkte für abziehen. Das Video von One Piece sieht an sich nicht schlecht aus. Gerade die Schlusslocation ist gut gelungen, die Fackeln wirken auch sehr episch. Leider kann man bei der Dunkelheit ähnlich wie bei Elias kaum was erkennen. Er steht dort nämlich auf einem Friedhof und der wäre bestimmt cool gekommen, wenn man ihn erkannt hätte. Dev macht beim Video vieles besser. Er hat bessere Locations, bessere Performance-Szenen, bessere Übergänge. Auch Nox' Part ist von dem Video her sehr gelungen, besser sogar als in seiner eigenen Runde, so finde ich. Es wirkt alles epischer und sieht im Gesangpaket einfach besser aus. Punkt für Dev. Flow ist ziemlich eindeutig. One Piece ist schwer zu verstehen und trifft stellenweise den Takt nicht. Es klappert und es offen ist, seine Schuhe in Double zu singen. Was? Wenn ich stell mir beide auf der Straße begegne, sieht mein Keller danach aus wie nach einer Metzgerlehre. Dev, wie nach seinem Namen Realität, deine springt nicht auf den Boden, wenn du hier abhebst. Dev kann man zu jedem Zeitpunkt gut verstehen und er rappt auch gut aggressiv. Sein Einstieg beispielsweise. Hier puncht er nicht krass, aber es wirkt trotzdem nach 4 Lines schon, als hätte er One Piece zerstört. Was hast du dir dabei gedacht, hier mitzumachen? Ich kann leider nicht anders, als dich nur auszulachen. Ich werde deine Hoffnungen hier durchzustarten, mit meinen Punches innerhalb von 4 Minuten zunichte machen. Nox liefert Flohlich auch sehr stark ab. Meiner Meinung nach auch hier besser als in seiner eigenen Runde. Killer Kommando, wir ballern Kugeln auf das Moppelchen. Nach einem One-Piece-Marathon solltest du mal lieber joggen gehen. Nur Eknaton geht da ein bisschen unter. Der verspricht sich da ein bisschen seiner Hook, aber er macht ja nur die Hook, also alles gut. Punkt geht auch hier an Dev. Technik. Da sind beide nicht besonders stark. One Piece besten Reim, den ich gefunden habe, ist Straße begegne auf Metzgerlehre. Daneben sind aber auch viele Absturzreime, wie zum Beispiel gefickt auf singen oder Realität auf abhebst. Dev hat ein paar mehr Highlights. Epilepsie auf Messer im Knie oder Battlerunde auf Sterbestunde. Aber auch viele schlechte Reime, wie zum Beispiel Hook auf Eindruck oder Kopieren auf Ziehen. Der Vorteil für Dev ist, er hat 2 reimtechnisch starke Features dabei. Eknaton zum Beispiel bringt den Reim Schwabbelkörper auf Massenmörder und Nox kommt zum Beispiel mit dem Reim Sensenmann auf Ententanz. Somit geht dieser Punkt, wenn auch knapp, an Dev. Punchlines. Und da starte ich bei One Piece. One Piece sagt zuerst, dass Dev aussieht wie Reportagen oder Damon, aber nicht rappen kann und beschränkt ihn nur auf den Videoproduzenten. Des Weiteren sagt er noch, dass die einzigen Qualen sind, sich Devs Lieder zu geben und das ist ein Konter aus Devs Quali. Ich schrieb eine Party, Reportagen und Damon, aber du bist keiner von den beiden, denn du kannst nicht rappen. Du siehst aus wie eine Kreuzung von den beiden, aber die haben Flow und Punches, du nur Videoproduzenten. Ohne Spider-Pictures wärst du gar nicht angenommen worden. Diese Runde wirst du auch nur mit dem Video überzeugen. Was willst du, zersieben, erschießen und quälen? Die einzige Qual, die wir haben, sind es, Lieder zu geben. Dann will One Piece noch weiter darauf eingehen, dass Dev nur ein Video hat, aber One Piece ist selber nur über das Video größtenteils gekommen, deswegen irgendwann ist es auch ein Safe-Diss. Des Weiteren sagt er noch, dass Devs Name Realität wird und das ist halt unkreatives Fuck, wenn man daran denkt, was man alles aus dem Namen tot machen kann. Die einzige Line, die ich noch bewertet habe, ist die Line, wo er sagt, dass Dev aufhören soll, seine schwulen Doubles zu singen. Das Knochengestell wird gefickt, bis es klappert und es aufhört, seine schwulen Doubles zu singen. Die Hook, da bewerte ich eine Line, und zwar die mit Supernatural, weil in der Serie auch der Tod stirbt. Supernatural, der Tod stirbt hier, yeah. Im zweiten Part ist nicht so viel Gutes dabei. Dort ist auf jeden Fall seine Highlight-Line mit Death Metal dabei. Darauf gibt es 2 Punkte. Und noch die Line, dass Dev nur mit Unterstützung kommt wie Rollstuhlfahrer. Der Rest war so, ne. Was willst du gegen mich sagen? In deine Fresse. Triff frisch an der Eisenstange, dann nennst du dich Dev Metal. Dev kommt mit Unterstützung wie Rollstuhlfahrer. Denn ohne Spider-Pitchers wärst du nicht mal Standard.
Dann kommt der Beat-Switch. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass One Piece und Dev auf demselben Schlussbeat rappen? Nicht? Okay. Sein Einstieg ist relativ stark. Die Dollarline-Zeile fand ich mega gut, bekommt 2 Punkte und du bist ein Lappen wie Tauli aus South Park fand ich auch noch gut, auch wenn die schon mal Kollege hat. Digga, Dev, das Dollarzeichen zeigt, meine Rap-Skills sind besser, der Unterschied ist kontinentalweit. Du gehst pumpen, jetzt kannst du sparen, du Bastard, denn du bist und bleibst Lappen, Tauli, South Park. Dann kommt erstmal lange Ebbe, er bringt nämlich zum Beispiel, dass Dev ein Hurensohn wie John Rapper ist. Und mal ehrlich, alles über John Rapper ist ausgelutscht as fuck. Dann kommen aber 8 Zeilen hintereinander, die echt gut sind. Die teilweise echt stumpf sind, aber teilweise auch echt gut treffen, wie zum Beispiel die Line, wo er sagt, dass er mehr Klicks hatte als Dev, obwohl Dev in seiner Quali sagt, dass er der Einzige ist, der Klicks generiert. Die Blutlachen-Line fand ich dann auch noch nice. Du willst mit Reimketten und Atmosphäre deine Punkte holen. Ich sehe nur 2 Reimketten vor der Kamera ein Hurensohn. Übrigens, ich hatte von meiner Quali einen Tag Zeit gehabt. Doch die ist besser als alles, was du so machst. Der Einzige, der Klicks macht, bist du, wie witzig. Denn ich hab mehr Klicks als du. Traurig. Der Einzige, die Blutlache, die du siehst, wenn du deine Tage hast. Weil Blut von anderen kannst du nicht sehen, wenn du sonst in Ohnmacht fällst. Dann ist seine Abschlussline nochmal ein kleines Highlight, weil er da die Einstiegsline aus Devs Quali nochmal komplett umdreht. Das hätte man auch besser machen können, aber ich belohne es trotzdem mit 2 Punkten hier. Die Vergangenheit war schön, Gegenwart ist grausam und die Zukunft wirst du nicht mehr erleben. Das war die Runde von One Piece. Punchline technisch auf jeden Fall nicht schlecht. Kommen wir zu Dev. Seine ersten 4 Lines sind not bad, aber punchen halt nicht. Dann legt er aber los mit der Schmächtig-Line. Und danach dreht er noch eine Line um aus One Piece Quali und sagt des Weiteren noch, dass er nicht singen kann und dass er fett ist. Du hast kein Flow, wacke Lines und keine Technik. Es ist bei deinem Gewicht, wirkst du in deinen Videos ziemlich mächtig. Das Rap-Battle, wie kreativ, ja besser als all deine Lines. Du machst mich echt aggressiv, bin kurz und Schmerz ist eben sehr effektiv. Ich sagte doch, du sollst mir meinen ersten Gegner bringen. Bekomm stattdessen ein Kind, das versucht zu singen. Ich werde hier in dem Turnier der neue Publikumslieb. Und der kleine Fettsack läuft stattdessen sein Vanillepudding. Die nächste gute Line ist die vor der Hook. Der bleibt nicht der Einzige, der gegen mich fliegt. Obwohl der kleine Fettsack so massig viel wiegt. Und auch hier in der Hook puncht wieder was. Eknaton sagt nämlich, dass sie auf ihn einstechen und dann als Massenmörder gelten wegen der fetten Masse von One Piece. Und dass er 50% seiner Masse das Turnier belegen. Du bist viel zu schlecht mit deinem fetten Schwabelkörper. Wir stechen auf dich ein und gelten dann als Massenmörder. Die Frage ist, was willst du überhaupt hier? Mit deiner Masse belegst du glatte 50% des Turniers. Bei dem Einstieg in den nächsten Part gibt's 1 Punkt auf die ersten 4 Lines, weil die inhaltlich zusammengehören. Und die punchen auch nochmal gut, weil gerade die Runde von One Piece sich extrem so danach anhört, als hätte er eine Zahnspange im Mund. Ich kenn keinen, der mehr wird da verschluckt als du. Nimm bitte das nächste Mal die Zahnspange raus. Sonst komm ich mit meiner Crew und box sie dir aus deiner Fresse. Na, was sagst du dazu? So, ab jetzt bis zur nächsten Hook puncht Dev durchgängig. Bis auf 2 Lines und das sind 2 echt starke Representer-Lines mit Walking Death und Luke Cage, die kann ich natürlich nicht bewerten als Punchline, aber ich wollte es mal erwähnt haben. In der ersten Line sagt er, dass er sich lieber die Kugel geben würde. Ist nicht innovativ, aber durch das Video und die Umsetzung kommt es einfach geil. Somit gibt es darauf einen Punkt. Dann sagt er, was ziemlich witzig kommt, dass der Wagen kaputt gegangen ist, an dem sich One Piece angelehnt hat, nämlich diesen Ford aus seiner Quali. Auch ganz witzig. Dann kommt die Walking Death Line. Und dann kommt noch ein Spit mit Heavy, der durch das Aussetzen des Beats auch nochmal echt gut rüberkommt. Der Flo liegt so daneben, das ist echt kaum auszuhalten. Am liebsten würde ich mir die Kugel selber geben. Was sagst du nur deinen Eltern wegen des kaputten Wagen? Ich hätte dir auch vorher sagen können, er würde dich nicht tragen. Sie schauen meine Quali und denken sich, boah, ist der heavy. Danach kommt ein zusammengestammelter Part und sie denken sich, hä, wie? Die nächste Punchline ist, dass er sagt, dass der erste Part ausgereicht hätte. Dann bringt er ein Spit mit Schlange, ist jetzt, hat man schon mal gehört, aber in dem Zusammenhang passt es halt einfach gut. Ob die Screenshots jetzt echt sind, ist ja eigentlich scheißegal. Dann sagt er, dass er das Auto tun soll, hat man auch schon gehört, aber es kommt ganz witzig, weil der Reim Ford nicht vorhanden ist und dadurch mehr sitzt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann zum Abschluss dieses Parts kommt nochmal eine richtig starke Line, in der er sagt, dass sein Flow so rund ist, wie der Körperbau von One Piece. Und deine Kommentare unter den Videos sind ja wirklich peinlich. Gegen dich hätte auch schon mein erster Part genügt. Reichlich, bei mir stehen die Features schon Schlange und dein angeblicher Freund.
ist deine Schlange. Du kleiner Lappen, brauchst dich nur zu singen mit Autotune. Aber geh lieber mal dein Autotune, denn du stehst vor einem Fort. Junge, mein Flow ist so rund wie dein Körperbau. Schau mir seine Runde an und denk mir Gott, wann hört er endlich auf. In seinem letzten kurzen Part ist noch eine gute Line mit Epilepsie dabei. Und dein Kameramann hampelt ja so krass rum, dass es so aussieht, als hätte er Epilepsie. Pass nur auf, sonst ramm ich dir gleich Messer in die Knie. Und dann kommt Nox, der mit guten Gegnerbezug und guten Reimen reinstartet. Er nimmt so ein bisschen das One Piece Ding auseinander. Ich kenne die Serie nicht, aber ich habe die Charaktere so ein bisschen gegoogelt, also ich kann es schon nachvollziehen. Er sagt, dass er lieber joggen gehen sollte, statt einen One Piece Marathon zu machen. Und er sagt, dass One Piece mehr Titten als Nami hat. Nami ist irgend so eine Fotze aus One Piece offensichtlich. Killer Kommando, wir ballern Kugeln auf das Moppelchen. Ich hab ne One Piece Marathon, solltest du mal lieber joggen gehen. Du Gorilla zeigt, dass es doch im Achtelfinale Artenvielfalt gibt. Doch nur weil dein Körper sich dehnt, bist du nicht Monkey D. Ruffy. Du bist ein fettes Kind und frisst nur Wasabi-Stuff. Deswegen hast du fettes Kind mehr Titten als Nami. Die nächste gute Line von Nox ist, dass One Piece nicht abheben kann, weil Schwerkraft regelt. Und dann noch eine richtig starke Line, dass hiernach nicht viel in einem Stück bleibt. Und damit ist die wörtliche Übersetzung von One Piece gemeint. Wörtlich übersetzt heißt One Piece halt ein Stück und ihr versteht. Nicht nur in der Quali würdest du gern abheben, doch du bleibst auf dem Boden. Schwerkraft regelt. Zur Verteidigung kannst du noch so gut mit Fleisch gefüllt sein, doch One Piece, seid ihr sicher, dass ihr nicht viel in einem Stück bleibt. Kommen wir nun zum letzten Part. Und auf diesen letzten Part habe ich einfach schon mal für den Part 3 Punkte schon mal gegeben, weil es halt ein Real Talk Part ist und die alleine Anwesenheit dieses Partes schon puncht. Ein paar Punchlines habe ich dann doch noch gefunden, nämlich am Ende, wo er sagt, dass er nicht Hermetics kleiner Bruder, sondern größter Fanboy ist und dass er so fett ist, dass es für seine Karriere sowieso nicht bergauf gehen kann. Zu denken, es ist mir ja schon fast peinlich, gegen den Scheißlappe 2B zu verschwenden, gab sie so die Joker-Runde und dachtest dir, das kannst du gut verwenden. Nein, du Pisser bist bestimmt nicht Hermetics kleiner Bruder, du bist höchstens sein allergrößter Fanboy, alle zu ficken, als wäre es Kamasutra, ist er jetzt nicht so ganz neu. Und jetzt mal ehrlich, mein Gegner ist halt kein winziger Lauch und deswegen geht es wie mit seiner Karriere für ihn nicht bergauf. Und das war Devs Runde. Ich gebe nun ein 3:2 bei Punchlines für Dev. One Piece hat auch gut gebattelt, aber die Bite-Vorwürfe und der gute Real Talk am Ende von Dev lassen ihn ganz schön alt aussehen. Dev bekommt die volle Punktzahl, weil er ihn gut gebattelt hat und weil er sich starke Features geholt hat und weil er in den letzten Part echt eklig und böse reinfickt. Das einzige, was er hätte besser machen können, ist die Runde kürzer zu machen. Aber nur weil er ein paar überflüssige Lines hat, macht das ja seine Runde nicht schlechter. Das User Voting geht ziemlich eindeutig an Dev, das bestätigt mich auch nochmal. Den Extrapunkt, der geht als erstes an Dev, durch seine starke Runde, geiles Video. Aber auch an One Piece, der mich punchline-technisch echt überrascht hat. Der braucht jetzt nur noch einen guten Flow und Verständlichkeit, dann kann aus dem auch noch was werden. Somit gewinnt Dev 7:3 und heute 17 Uhr kommen Eknaton vs. Silent. Seid gespannt!